Hallo bei Holzwerken TV. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man ein Werkstück kopiert. Ein Werkstück wie zum Beispiel einen Tischfuß, einen Stuhlfuß oder wie hier in diesem Fall einen Stuhlsprossen. Dazu habe ich das Werkstück etwas länger hergerichtet, weil hier der Mitnehmer vom Durchmesser stärker als der Zapfen ist, muss ich hier eine kleine Schräge anarbeiten, die ich dann später wegsäge. Zunächst übertrage ich die Durchmesser auf das Werkstück und ich fange dabei mit dem größten Durchmesser an. Das ist hier also an dem Bauch der Vase. Ich drechsle jetzt hier links und rechts an dem Werkstück eine Schräge an und übertrage dann den Durchmesser mit dem Messschieber. Kann mit dem Messschieber vorsichtig eine kleine Kerbe eindrücken. Und diesen Durchmesser übertrage ich jetzt auf das ganze Werkstück. Jetzt kommt der nächst kleinere Durchmesser. Wieder auf der rechten Seite eine kleine Schräge. Und diesen Durchmesser arbeite ich jetzt etwa so bis hierher vor. Wenn das Werkstück aufschwingt, kann ich das mit der linken Hand die Schwingungen leicht abfangen. So, jetzt kann ich die Abstände übertragen. Ich ziehe also das Werkstück ein bisschen rüber. Hier den Äquator, das Tal, hier den Abstand, hier wieder den Einstich, den Äquator und auch den Äquator hier von der Vase. Zunächst arbeite ich jetzt hier den nächsten Durchmesser an das Werkstück. Ist hier also der Einstich direkt neben dem Stab. Den messe ich dazu. Aber 18 mm. Kontrollmessung. Haben wir noch 19. Ja. Und jetzt mache ich die Einstiche. Hier und hier. Ich weite die Einstiche etwas auf. Ich kann jetzt mit der kleinen Röhre das Profil anarbeiten.
Stab. Den Auslauf von der Vase arbeite ich mit dem großen Schraubstahl an. Ich habe jetzt zunächst von der Mitte her herausgearbeitet. Wenn ich so vorgehe, dann habe ich hier außen immer noch viel Material und das Werkstück kommt nicht so extrem ins Schwingen. Jetzt arbeite ich noch die beiden Zapfen, den Übergang, also hier von den Haken zu den Zapfen. Das mache ich auch mit der großen Schraubröhre, aber zunächst muss ich jetzt hier auf dieser Seite eine kleine Schräge anarbeiten, weil der Mitnehmer etwas größer als der Durchmesser ist. Wir haben hier 15 mm. So, Sie sehen, mit etwas System bei der Arbeit kann man also eine exakte Kopie innerhalb relativ kurzer Zeit herstellen. Hier der kleine Zapfen, der wird noch weggeschnitten. Damit möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen bei Holzwerken TV.